als erstes würde ich immer sagen, es gibt unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten und das ist etwas, was man wahrnehmen kann, was einen froh stimmen kann und was im Alltag häufig vergessen wird. Wir wissen spätestens seit Snowden, dass eben alles, was wir tun, in irgendeiner Weise beobachtet wird. Das macht deutlich, dass wir wirkliche Probleme vor uns haben, die man jetzt deutlich erkennen kann, nämlich das Verschwinden der Privatsphäre. Und zwar als Individuum, aber auch als Wirtschaftsunternehmen und letzten Endes auch in der Politik. Wenn die Bundeskanzlerin abgehört wird von einer befreundeten Nation und es nicht wirklich Konsequenzen hat, dann bedeutet das ja, dass jeder von uns letzten Endes das gleiche Schicksal teilen wird. Das heißt, es gibt niemand mehr, der uns politisch vertritt, um Privatsphäre zu schützen. Und das ist für mich unerträglich. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man politisch aktiv war und Leute mit Fragebogen nicht in die Wohnung gelassen hat, weil sie persönliche Daten abfragen wollten. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist nicht das teilweise Eindringen der Privatsphäre, sondern der Verlust der totalen Privatsphäre. Und das bedeutet einfach eine kolossale Machtverschiebung. Und diese Machtverschiebung kann man in allen Bereichen sehen. Diejenigen, die Informationen haben, werden reicher, und zwar proportional schneller reicher als diejenigen, die weniger oder keine Informationen haben. Etwas, was für mich eine Utopie wäre, dass wir eben nicht an materiellen Dingen uns orientieren, also eine schöne Oper oder einen schönen Freizeitpark um die Alster rum oder so, den haben wir ja auch, sondern was machen wir da eigentlich? Also es werden keine inhaltlichen Fragen mehr gestellt und ich glaube, das wäre eigentlich das Spannende zu sagen, okay, warum wollten wir eigentlich mal Europa? Was hat sich verändert? Ist vielleicht die Idee der Größe nicht mehr das Entscheidende, sondern das Zusammenhalten von unterschiedlichen Gemeinschaften, also eine Vernetzung von Modulen sozusagen, ist das nicht vielleicht das modernere Modell von Europa und hätten wir dadurch nicht ganz andere Auswirkungen? Also könnten wir nicht Probleme im Inland besser lösen, als wir sie jetzt im Moment lösen? Also es gab ja einen Begriff, den Frau Merkel geprägt hat, alternativlos. Und das finde ich das Schrecklichste, was man sich überhaupt vorstellen kann, dass jemand, der ein Land regiert, sagt, es gibt überhaupt keine Alternativen. Für mich gibt es immer viele Alternativen. Alles, was sozusagen noch nicht Gegenwart ist, kennt niemand, man kann es gestalten, aber vor allen Dingen immer zu überlegen, warum wollen wir das eigentlich tun? Und nicht einfach zu sagen, ja, uns fällt eh nichts anderes ein, also machen wir es so weiter wie bisher. Man sollte nicht glauben, dass es alles so fest geschmiedet ist und nicht veränderbar ist, wie es sich im Moment darstellt, sondern sollte sich selber überlegen, was man will und versuchen, Leute zu finden, die ähnliche Ansichten haben, um dann aktiv zu werden. Wird alles gut? Von alleine mit Sicherheit nicht.